Thank you.
So, jetzt sind wir wieder bei einem kurzen Zwischenschritt hier mit dem Arm. Das mache ich jetzt so nebenzu, weil auf der einen Seite ja immer die Prototypen für die Achsen natürlich drucken. Und jetzt habe ich gerade kurz derweil, um mich hier schon mal ein bisschen vorzubereiten und das Ganze ein bisschen zu planen. Und was ich jetzt auf jeden Fall mache, ist hier einmal das hier ganz reindrehen. Und dann messe ich jetzt mal von innen drin, wo wir hier sind. Bei 7,5 cm bin ich hier auf der Achse, also beziehungsweise an der Befestigungsstrebe hier vorne. Das heißt 7,5 cm. Und wenn ich jetzt ganz rausfahre, so, dann stehe ich jetzt hier vorne an. Dann bin ich hier bei 10,5 cm. So, heißt, ich habe einen Fahrweg hier von 3 cm. Den mein Zylinder später mal abdecken muss. Schaue ich gerade mal hier, wie es so grob gemacht war. Ja, also insgesamt komme ich mit dem Kopf hier, den werde ich ausarbeiten. Werde ich schauen, dass wir irgendwo 1,5 cm haben. Und die Bohrung ist dann bei 5 bzw. 10 mm, also 10 mm und 5 mm. So wird dann der Kopf aussehen. Gut. Zylinder maximal ohne Kopf. Wir haben ja hier Zylinder eingefahren, 7,5. Das heißt, ich habe jetzt auch hier einen Weg, beziehungsweise wenn ich jetzt die 1,5 abziehe, das heißt, ich darf hier innen drin maximal 5 cm an Zylinder angeben. Ah, Moment, da war ich ja in der Mitte, jetzt immer bei 8. 7, das wären 6,5 ungefähr. Bloß, dass ich mal eine grobe Richtung kriege, in welche Richtung die Reise hingeht. Ich glaube, das letzte Mal habe ich das so gemacht, dass der Motor ein Ticken oben raus stand. Mal gucken. Mittlerweile habe ich ein bisschen andere Möglichkeiten, natürlich auch, was die Befestigung und so weiter angeht. Deswegen halte ich mich jetzt dabei mal noch nicht so fest dran, aber ich weiß zumindest, okay, ich muss 3 cm auf jeden Fall an Fahrweg bieten. Dann haben wir hier einmal den Teleskop. Das ist jetzt nichts Spannendes, das heißt, ich bin von 0 und kann jetzt hier draus teleskopiert, bin ich bei 11 cm, ist der Teleskopweg. Den möchte ich auch soweitgehend natürlich beibehalten und da muss ich einfach schauen, wie ich das Ganze hier unterbringe, denn ich brauche natürlich für 11 cm zum Rausfahren plus Motor, plus noch ein bisschen Spiel natürlich, wo das Gewinde drin läuft, brauche ich natürlich deutlich mehr Platz. Wir haben jetzt hier, wenn ich jetzt grob die Mitte nehme, hätte ich von ganz hinten bis ganz vorne gute 20,5 cm Länge A 20,5 cm. Also da sollte ich die 11 cm irgendwo noch zwischendrin unterbringen. Ja? So, dann werden wir jetzt gleich noch zerlegen, dann kommt er mit in die Kiste und dann kann ich mich weiter mit der Planung von den Zylindern hier befassen und beziehungsweise den anderen Sachen. Ich weiß noch nicht, ob es dann mit dem hier weitergeht oder mit dem Fahrgestell. Das kommt darauf an, wie weit beziehungsweise wie schnell ich mit der Prototyperstellung jetzt für das Fahrgestell vorankomme. Ja, zerlegen wir es noch kurz. Also das, den Arm zu legen, war jetzt natürlich kein Hexenwerk. Hier sieht man jetzt nochmal die Führung innen drin, wo das Ganze lang läuft. Das heißt, das rutscht hier einfach nach vorne und dementsprechend kann ich jetzt hier dann den Zylinder setzen. Das Drehradl bauen wir in der Regel aus. Das habe ich eigentlich nicht vor, nochmal zu verwenden. Jetzt werden wir hier noch diesen Zylinder hier ausbauen. Schauen wir mal, wo der eingeklickt ist. Der ist einmal hier vorne drin. Ja. So.
Machen wir den hier einmal raus. Und normalerweise sollte der, genau, durch dieser Zylinder, den wir hier schon hatten, und der Arm dazu. Das war auch schon das ganze Kunststück. Und dann mache ich weiter mit der Erstellung und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder, wenn es weitergeht.